Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir den Hercules Cup gemacht und abgeschlossen auf normal und einzeln. Und ich wollte schon wieder, bevor ich aufgenommen habe, mit der Story weitermachen. Und dann ist mir eingefallen, ach, hey, wir wollten ja noch den ganzen Welten hier erkunden. Wir können ja jetzt mit den Hochsprung und die Fliegefähigkeit alles hier erreichen, was wir erreichen können. Einzige, was wir jetzt nicht bekommen können, sind die weißen Triotechs. Aber sonst können wir eigentlich alle Schätze und so, glaube ich, jetzt in allen Welten. Und das ist hier komplett weg, der Sound. Ich weiß nicht, oder legt das bei euch über Kopfhörer ab? Nö. Okay, Sound ist einfach weg von diesen Geräuschen. Ich meine, können wir mal Sounds. Egal. Wir gehen jetzt als erstes mal ins wunderbare Wunderland. Weil da haben wir, glaube ich, fast gar nichts erkundet. Und ja, ich habe immer noch dieses Luftschiff. Gummischiff. Wäre ja, wahrscheinlich, bevor wir nach Hollow Bastion gehen, mein Gummischiff noch umbauen auf Screen. Vielleicht werde ich halt aufnehmen und irgendein andermal, weiß ich nicht, hochladen. Ich glaube, mich da hat irgendjemand interessiert, wie ich hier ein Gummischiff baue für, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so. Okay. Wir können jetzt auch eigentlich so gut wie alles in den Welten machen, wie gesagt. Bis auf den weißen Triotech können wir jetzt eigentlich alles erkunden in den Welten. Weil die weißen Triotechs, da sind auch wirklich besondere Sachen. Da sind auch ausnahmsweise mal gute Sachen dabei, die man von den Triotech bekommen kann. Wie Waffen oder Ausrüstung und so. Ach ja, und ein paar Materialien können wir auch noch brauchen. Fällt mir gerade auf, was habe ich überhaupt für eine Waffe hier gerade? Egal. Meine weißen Triotech sind ein paar gute Sachen. Waffen, Ausrüstung und so. Aber ja, ich warte jetzt nicht so lange, bis wir den bekommen. Den bekommen wir, weiß ich nicht. Ende so. Alles klar, öffne dich. Meteor-Gummi, ja. So, da kann ich schon mal ein paar Gummis hier sammeln für unsere zukünftige Gummischiff-Bau-Session, sag ich mal. Und wir bauen alle ungefähr gleich viel Erfahrungspunkte. Was? Was ist denn hier los? Wie Goofy ist nur ein Level höher als ich. So, ach so, Magie und so wird erhöht. Es gibt ja noch diese ganzen besonderen Herzlosen und die schnappen wir uns auch noch. Hier ist das so, dass man, glaube ich, gegen ganz viele Schattenlurche kämpfen muss. Aber ich glaube, dafür muss ich erstmal hier alles wegfegen und dann nochmal hier neu reinkommen, oder? Ansonsten müssen die, gemacht Donald, müssen die, glaube ich, sofort hier auftauchen, wenn ich das Gebiet betrete. Also ja, sehr viel Story werden wir in den nächsten Parts jetzt nicht mehr hier erleben, deswegen schon mal so im Voraus. So, da kann ich jetzt auch. Das Wunderland haben wir ja so gut wie gar nicht erkundet, weil das habe ich mir extra so aufgebahrt. Bis wir uns ein bisschen besser bewegen können und gucke ich das an. So. Ja, was mache ich eigentlich? Ich könnte eigentlich nur Blitzreihe spammen. Also ein Speicherpunkt, da kriegen wir alles. Ich habe irgendwas gehört. Oder auch nicht. Okay, ich dachte, ich habe so ein Item gehört. Uff. Weg mit euch. Ihr seid es nicht wert. Was macht das denn für ein Geräusch? Okay, das Ding. Den kann ich komischerweise angreifen, bringt aber nichts. So. Gott sei Dank langsam. Da gehen wir noch mal rein, also raus und dann wieder rein. Dann müsste ja eigentlich jetzt der besondere Herzlose hier auftauchen. Ja, jetzt kommen ganz viele Schattenlurche. Aber alle weg. Wuff. Wuff. Ey. Wuff. Hi. Tschüss. Hi, tschüss. Ja, und ganz viele Sachen hier.
zum Schmieden, könnten wir gebrauchen, weil wir irgendwie nichts herstellen können. Tschüss. Hey. Oh, noch mehr. Tschüss. Tschüss. Also nicht, dass ich Luzid später oder. Oh ja, da sind sie. Groß. Ein Gross. Tech-Punkte. 1. So. Was ist hier los? Hört auf damit. Okay, Tech 3. Ich habe doch gerade mal mehr rausholen, aber egal. Ah, dann wieder raus hier. Ja, das war schon. Dann gucken wir mal weiter. Wir haben ja irgendwie nur ein ganzes Gebiet hier noch nicht erkundet. Ich hoffe, hier kommen ein paar Pufungis. Die tauchen hier manchmal auf in dem Gebiet. Nein. Ach, geht weg. Rubin später. Ja, das ist schon mal ein bisschen besser. Ich kämpfe doch nicht jetzt gegen jeden einzelnen Gegner. Hallo. So. Upsala. Ja, okay. Blitzragummi. Ja, viele mithrische Splitter und viele Blitzragummi und all sowas. Blitzragummi, mithrische Splitter. Werde ich ja wahrscheinlich nur absahen. Weil das ist meistens immer das, was in den Schatztruhen drin ist. So traurig es auch ist. Wir müssen eigentlich in dem Part hier Wunderland und den tiefen Dschungel schaffen. So an Loot. Das war es auch schon. Da hinten zum Beispiel. Da konnten wir vorher nicht hin. Aber wir haben jetzt die Macht des Fliegens. Bams. Jetzt können wir hier hin. Ori Halcon. Sehr schön. Da kommen wir zum Teepartygarten. Okay. Ich mal kurz dahin. Ich weiß auch wahrscheinlich, wo es hinführt. Ja, genau hier. Bum bum. Flairgummi. Da sind noch mehr Truhen. So schön. Der 19., 20. und 21. Dormatina. Und Mithril. Ja, da ist der erste Mithril. Das ist doch der Truhe. Was haben wir da? Mithril. Erz. Dunkelmaterie. Okay, cool. Dann gehen wir nochmal hier rein. Und ich glaube da oben. Oh, hi. Na toll, meine MP. Da braucht man Eis, ne? Wenn der macht. Ja. Das ist noch ein paar Mal. Nein. Wenn man einfach drei verschiedene Sachen oder so macht, dann kommt man nur so, weiß ich nicht. Wie nennt man da Trostpreise einfach nur? Die sind es nicht wert. Ich hätte gerne die ganzen Meistersachen. So, nochmal bitte. Komm schon, die ist heiß, die ist heiß, die ist heiß. Die ist heiß, weil ich in der Nähe bin. Bams! Tech 10. Boink. Cyanidstein und Eismeister. So. Dich würde ich gerne mal einheizen. Nein. Blitzmeister habe ich glaube ich schon, ne? Bams. Komm schon, chill mal ein bisschen. Bams. Sehr schön. Okay, damit haben wir schon mal die ersten drei Blitz Sachen, Meistersachen. Ich weiß aber nicht mehr, ob die irgendwas im Final Mix bringen, aber kann doch nicht schaden, die zu haben. Ob es einen Verwendungszweck gibt, ich weiß es nicht. Ich glaube, in Final Mix haben die eine Verwendung. In Original Kingdom Hearts haben die gar nichts gemacht. So viel weiß ich noch. So, hier, ja, hier haben wir uns ja hingeschietet ein bisschen. Ja, irgendwo ist noch einer, aber ist egal. Und der ist gerade verschwunden, also hätte das auch nicht mehr geklappt. Also zwei schafft man normalerweise, je nachdem wie lange das dauert, aber drei wird schon ein bisschen schwierig, habe ich mir schon gedacht. Na gut, dann weiter. So. Pff, Donald fackelt nicht lange. Uff. Sehr schön.
Wenn ich jetzt noch mal wüsste, wie man in den ganzen anderen Gebiet hinkommt. Überleg gerade. Kommt man noch mal in die ganzen Gebiete hin? Oh Mann. Also noch mal die Schnauze, ich muss hier die Tür öffnen. Oh mein Gott. Geld. Erztribunal. Wupp. Warte, ich glaube, da will ich gerade nicht hin. Mann. Na gut, dann muss man, glaube ich, irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Sind schon wieder hier. Was? Das nutzt sich aus. Bams. Ich mach noch keine Vita oder so, ne? Ja, mal zeigen, was passiert, wenn man wohl ist ein bisschen Verschwendung. Wir haben ja jetzt hier die Chance. Komm schon. Mach Henne. Oh, leck mich. Dann los. Wir haben die ersten drei Dinger, reicht schon. Okay. Wo kommen wir da noch hin? 100 Zimmer, okay. Nur ist das 100 Zimmer, was ich. Ja, hier sind wir. Waren wir echt noch nie hier? Okay. Drehen. Drehen nicht schlagen. Da kommen wir zum Herbsttribunal. Herbsttribunal. Ach so, ja. Ne, da müssen wir ja nicht mehr hin. Alle Schätze. Hey, gute Choreografie. Guckt euch das mal an. Ha, ich war Erster. First. So. Das kommt mir bekannt vor. Okay, Lotus sein. Nein. Warum ist das Ding jetzt nicht offen? Wie das hier. So, da kommen wir zum Wunderzimmer wieder. Und da müssen wir auch lang. Ja, gehen wir mal rein. Hui. Jetzt sind wir schon wieder dann an Wunderzimmer. Wollte schon sagen, jetzt noch keiner mehr. Jetzt macht das doch nicht so ansteigend. Hey, der Teddy ist runtergefallen. Das Buch. Es ist jetzt 3D. Hey, ich kann da nicht hin. Ja, man hat hier ein paar Geheimnisse verpasst, habe ich das Gefühl. Berühren. Ein Bild. Berühren. Ey. Glaub Spinne. Gegen die Lampe schlagen, Mann. So kann ich die alle jetzt one-hitten. Sehr schön. Schutzengel direkt mal reinpfeffern. Wie sieht's denn so Level up mäßig und so aus? 300 Punkte, echt? 300 Punkte haben wir erstmal bekommen. Oh Gott. So, ich glaube, gehen wir mal hier rein, ja. Das ist noch ein geheimes Gebiet, wo glaube ich der weiße Triotisch ist. Potz, Blitz. Und da Martina, gut. So, und hier ist der weiße Triotech. Darauf kommen wir irgendwann später zurück. Gib mir Elixier. Ja, du. Ist überhaupt kein Anspruch. Was willst du denn? Potion. Siehst du hier. Der hier ist schön bescheiden. Schönen Dank auch. Viele Wege führen in und aus diesem Heim. Okay. Ich gebe dir ein Elixier. Hoffentlich lohnt sich das auch. Mhm.
Aber nur 11 Stück. Hier. So, jetzt gehen wir Finale Elixier wenigstens. Mithril-Erz. Das ist auch voll die Abzocke gewesen jetzt. Ein Zimmer mit 16 Wänden und voller Geheimnisse. Ein Zimmer mit 16. Hier, du kannst mich machen. Ich habe ein verdammtes Elixier gemacht. Krieg ich dafür ein Mithril. Du kannst mich doch machen. I just got ripped off, man. So. Dann tun wir mal wieder Potions rein. Eine High Potion. Jetzt benutze ich sowieso keine Items mehr. Kommen da auch rein? Ich glaube nicht. So, jetzt muss ich nur noch mal kurz in dieses Dingszimmer. Lotusheim, ja, was auch immer. Lotusheim, hä? Ah, what? Okay. Dann muss ich jetzt nur noch in dem Zimmer was machen. In Originalgröße. Jetzt bitte kommen nicht wieder hier so ganz viele Schattenlurche. Ja, schnell trinken. Trink that shit, Ma. Jetzt keine Lust. Boah, ich muss die echt noch mal bekämpfen, ne? Was, wenn ich aus die Welt raus will? Meine Güte. Ja, hi, ihr schon wieder. Ich konnte die ganze Zeit abwehren hier. Verschwinden die ganze Zeit. Glaub, die verschwinden immer, wenn sie mich treffen, oder? Ah, ich verstehe. Aber wenn die mich treffen, muss ich mal irgendwann ausprobieren. Egal, erstmal trinken. Voll ein aufs Haus. So, was wir jetzt machen können. Wir können den Teddy hier benutzen. Dann können wir das hier machen. Dann können wir das hier machen. Boink. Was? Die wieder. Ah, dann gibt es ja noch ein Gebiet, was ich noch nicht habe. Das steckt zwischen den Seiten. Mithril-Erz. Höhlerschinken. Majinken. So, dann können wir das hier machen. Machen wir das hier. Ja, hallo. War schon bei 20 Minuten hier. Das ist nur im Nimmerland. Wunderland. Wie war Wunderland? Entschuldigung. Ich bin klein. So, rein da. Teepartygarten. Da habe ich doch alles. Ich werde mich doch mal. Tschüss. Muss ich gar nicht nachgucken. Da habe ich doch schon alles. Bin ich wahrscheinlich hier in diesen Balkon gekommen. So, dann gehen wir zum Gummijet. Und dann können wir abhaken. Bis auf den weißen Triotech. Dann gehen wir zum tiefen Dschungel. Da gibt es auch ein, zwei Kisten, wo wir vorher noch nicht hin konnten. Aber dank unserer neuen Mobilität ist das ja jetzt kein Problem. Ah! Totenbaum. Gehen wir mal zum Totenbaum, weil da gibt es ja auch noch was. Ja, da gibt es ja dieses Minispiel. Können wir ja mal machen. Gehen wir mal hier hin. Wow. Ich gehe jetzt hier die ganze Zeit die Level. Baumfrüchte sammeln. Okay. Mich auch. Es war auch nicht schwer, weil tatsächlich überhaupt nicht im Weg ist. Ja, das sollte ich vielleicht auch mal machen, weil das lohnt sich echt. Ich glaube, hier gibt es auch so Schutzengel. Oder Kraftbrocken. Elixier halten, sehr gut. Uff.
Jetzt sollte man, glaube ich, nach links gehen. Man muss natürlich immer alle Früchte sammeln. Ich habe hier mal 10 Stück. Habe ich auch mal gezeigt. So, müssen wir nie wieder machen. Vielleicht irgendwann mal. So, weg. Wir gehen jetzt da zu den Nilpferdtümpeln. Jetzt können wir hier überall hin. Bin ich da schon hingegangen? Bin da schon hingegangen, leck mich. Mann, bin ich gut. Naja, mein Schwimmanimation hat sich jetzt auch geändert. Wegen der Ariel-Welt. Normalerweise hätte man auch so hinkommen können. Bams. Super, nice, dass wir sind hier schon ein bisschen umsonst hingegangen. Da gibt es eigentlich auch ein Minispiel, warum wird das nicht aktiviert? Ist wahrscheinlich woanders. Screw you, I'm gonna fly over there. Oh, schön. Nur nicht so langsam, er sieht so komisch aus. So, als könnte er gar nicht richtig fliegen irgendwie. Das ist eine ganz schön bescheuerte Erklärung, aber so sieht das für mich aus, ja. Kann nur so langweilig fliegen. Wofür du halt denken sie einfach. Pff. Oh, was? Ach ja, man muss so darum, ne? Okay. Hey. Kommt man nochmal ganz hoch? Na gut, dann müssen wir von da irgendwie nach oben. Das ist natürlich wieder voll verpasst. Auch da. Okay. Wie komme ich jetzt hoch? Hier. Da war der grüne Tierlich, den habe ich aber schon, ne? Noch mal nach, danke. Jetzt voll gemacht, Donald. Okay, gehen wir wieder. Und dann macht wieder irgendwas kaputt. So, hier ist ein Schatz, den ich mich noch erinnern kann. Ach, geht weg. Ihr seid doch nicht wert, Mann. Geht weg. Oh. Protera-Kette, wow. Ein Schlag, 2 Items. So, und zwar da. Aber müssen wir erstmal alles hier wegfegen. Will ich nicht irgendwelche Gegner kommen, die mir auf den Nerven gehen? So. Hi, na? Mitre, ich so. Toll, Goofy ist zu Tode gestürzt. Nein. Aber hier schon? Wer wollt ihr denn? Geld, geil. Frei Geld. Ich habe so das Gefühl, ich tue diesen Part richtig emotionslos kommentieren. Oder richtig langweilig. Ich bin ein bisschen müde. Kann vielleicht daran liegen. Aber sonst... ist alles im Buddha. Nicht im Butter, so wie der Buddha. Ja, Buddha. Na verdammt, ich dachte, komm jetzt zum Dings. Und diesen Mammutbaum oder Totenbaum. Da können wir wieder hier so surfen. Warte mal, hier gibt es diese Erdsoße, die so, weiß ich nicht. Die man so verfolgen muss, ja, genau der. Ja, blöd, die Kamera immer weiter nach unten geht. Ich hätte die am liebsten so nach oben, aber warte mal, ich bin auch blöd, ne? Hey, gut. Jetzt wäre es schwierig, ne? Boah, das war einfach.
Okay, sehr gut. Bams, Donnertropfen, was? Das Item war so groß, da war doch nie im Leben Donnertropfen. Tropfen, das sind so, weiß ich nicht, zweit... Boah, mein Controller ist rausgegangen. Das war eine sehr doofe Situation. Weil wir jetzt gerade wieder diese Viecher auftauchen sind, ey. So. Da könnt ihr schon unterfallen, so am Boden, damit ich wieder einsetzen kann. Ich glaube nicht, ne? Doch, klar. Hier ist das doch schon. Komm schon. Leg dich am Boden, du bist geschwächt, du bist müde hier. Ja, wieder muss man bei denen auch einsetzen. Und zack. Steh wieder auf, Mann. Hör auf zu tanzen. Leg dich hin. Komm schon, leg dich hin. Nein, nicht wegbewegen. Das visiere ich dich nicht mehr an. Er tanzt schon wieder. Ich glaube, wenn die dreimal tanzen, hauen sie ab. Komm schon, du tot. War knapp. Ich muss ihn natürlich wieder abvisieren in diesem Moment. Vita-Meister. Geil. Und jetzt können wir ein Part beenden. Sehr schön. Ja, etwas produktiver Tag. Und ja, würde ich mal sagen, ich werde die Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.